Hallo ihr Lieben! Letzte Woche habe ich euch schon gezeigt, wie ihr aus alten T-Shirt Garn machen könnt. Und heute zeige ich euch, wie ihr daraus so ein tolles Körbchen machen könnt. Dieses Brotkörbchen besteht nämlich zum Beispiel aus zwei alten T-Shirts. Los geht's! Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal was aus T-Shirt Garn gehäkelt habt. Ich bin gespannt, was ihr daraus macht. Das Material findet ihr wie immer in der Infobox. Ihr braucht ein Knäuelwolle aus mindestens zwei T-Shirts, eine Häkelnadel der Stärke 9, eine Schere und eine Stopfnadel. Ihr beginnt mit einem Fadenring. Wenn ihr noch nicht genau wisst, wie das funktioniert, dann schaut euch am besten nochmal mein Anfängervideo an. Ihr macht einfach eine Schlaufe, holt den Faden einmal und zieht ihn dann durch. Nun häkelt ihr 8 feste Maschen in den Kreis. Dazu holt ihr den Faden unten durch und zieht ihn durch beide Schlaufen. Auch für feste Maschen gibt es natürlich nochmal ein Anfängervideo, wo alles genau und langsam erklärt ist. Das T-Shirt-Garn ist manchmal etwas störrischer als normales Garn und ihr müsst ein bisschen dran zuppeln, bis ihr das durchziehen könnt. Vor allem an den Teilen, wo die Nähte aufeinandertreffen. Wenn ihr die 8 Maschen gehäkelt habt, dann zieht ihr an dem kleinen Faden, um den Kreis zusammenzuziehen. Auch das geht bei dem T-Shirt-Garn manchmal etwas schwieriger. Den Korb häkeln wir nun nicht in Runden, sondern in Spiralen. Das heißt, ihr stecht in die erste Masche ein und häkelt dort direkt die nächste feste Masche hinein, keine Kettmasche. Also holt ihr den Faden einfach durch beide Schlaufen. In dieser Runde verdoppeln wir jetzt jede Masche. Das heißt, in jede Masche müssen 2 feste Maschen gehäkelt werden. Damit ihr wisst, wo der Anfang der Runde ist, legt ihr euch am besten so einen Faden da rein, damit ihr euch immer die Runde markieren könnt. Dies ist nun schon die 2. Masche, die ihr da rein häkelt. In alle weiteren Maschen häkelt ihr nun 2 feste Maschen, bis ihr wieder an der Markierung angekommen seid. Auch wenn das Garn sehr störrisch ist und ihr manchmal ordentlich dran ziehen müsst, solltet ihr versuchen, es möglichst locker zu verhäkeln, denn wenn es zu fest gehäkelt ist, dann biegt sich das Ganze schon nach oben. Wenn ihr bei der Markierung angekommen seid, zieht ihr sie heraus und legt sie einfach eine Reihe höher. In der nächsten Runde verdoppeln wir nun noch jede 2. Masche. Das heißt, in die erste Masche häkelt ihr 2, dann wieder nur eine, dann 2, dann eine, dann 2, dann eine und so weiter. Also eine und noch eine in die erste Masche und nur eine in die nächste Masche. Jetzt kommen wieder 2, das ist die erste und die zweite. Ja, es ist störrisch. Also, und die zweite. Jetzt wieder nur eine. Und so geht es die ganze Runde weiter. Immer abwechselnd 2 und eine Masche. Am Ende der Runde versetzt ihr die Markierung wieder und verdoppelt nun noch jede 3. Masche. Verdoppeln, 2 normal, verdoppeln, 2 normal und so weiter. Also, ihr häkelt jetzt einfach wieder 2 in die erste Masche. 1 und 2. Häkelt jetzt 2 Maschen nur mit einer ab. Und jetzt häkelt ihr wieder 2. Dann wieder 2 nur mit einer und so geht es die ganze Runde weiter. Am Ende der Runde versetzt ihr die Markierung und verdoppelt nur noch jede 4. Das heißt, ihr verdoppelt, häkelt 1, 2, 3 normal, verdoppelt, 1, 2, 3 normal, verdoppelt und so weiter. In der nächsten Runde verdoppelt ihr dann nur noch jede 5. Verdoppeln, 1, 2, 3, 4 normal, verdoppeln, 1, 2, 3, 4 normal und so geht es die ganze Runde weiter. Nach dieser Runde nehme ich nun keine Maschen mehr zu. Mein Körbchen hat jetzt einen Durchmesser von 18 cm. Es werden noch etwa 2 mehr durch die Wände. Ab jetzt häkelt ihr einfach jede Masche mit einer Masche ab. Das Ganze macht ihr dann 6 bis 7 Runden, je nachdem wie hoch euer Körbchen werden soll. Wie ihr an dieser Naht hier seht, ist das übrigens der Übergang vom ersten T-Shirt zum zweiten. Also für den Teil habe ich jetzt ein T-Shirt gebraucht und für die Wand brauche ich nochmal das zweite. Je nachdem wie groß eure T-Shirts sind, kann es natürlich passieren, dass das früher oder später eintritt. Ab jetzt häkelt ihr einfach wirklich jede Masche mit einer Masche ab. Die Markierung versetze ich nun nicht mehr, damit es zu nervig ist, aber ihr könnt das natürlich auch jede Runde machen. Da ihr aber keine Maschen mehr zunehmen müsst, ist das nicht ganz so wichtig.
Nach 2 Reihen merkt ihr schon, dass sich die Ränder langsam nach oben biegen. Häkelt einfach immer weiter eine Masche in jede Masche. Nach der 6. Runde war bei mir nicht mehr genug Garn für eine weitere Runde da, aber das Körbchen war auch schon hoch genug. Jetzt seht ihr ja, wo die Markierung ist und da müsst ihr das Körbchen beenden. Da bei mir da genau so ein dummer Knoten ist, habe ich einfach noch eine Masche mehr gehäkelt und zum Schluss kommt dann einfach noch eine Kettmasche, also ihr stecht ein, holt den Faden durch und holt ihn auch durch die zweite Schlaufe. Dann zieht ihr ihn noch einmal durch die eine Schlaufe, bis der Faden einmal durchgezogen ist und dann könnt ihr den Rest vernähen. Schneidet den Faden ab und vernäht dann auch den Faden vom Anfang. Den schneidet ihr dann ebenfalls ab und dann könnt ihr noch so ein paar Fäden abschneiden, die rundum abstehen. Aber achtet darauf, dass ihr nicht zu tief schneidet, damit es nicht irgendwo aufgeht. Nun müsst ihr das Körbchen nur noch einmal umdrehen und schon ist euer Brotkorb fertig. Sieht der nicht toll aus? Ich finde, der ist auch ein super tolles DIY-Geschenk zum Muttertag. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht mehr einen Daumen hoch zu geben und meinen Kanal zu abonnieren. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß beim Häkeln. Macht's gut!